Aber ich finde, da hätten die einfach wirklich hingehen müssen und das auch verbessern müssen und nicht einfach sagen, ja, wir machen den Marco komplett raus. Ich hoffe, dass wir mit Andromeda wirklich auch den Marco wieder drin haben. Stirbst du bitte? Danke. Wie war das? Hohes Aussteigen? Ja. This is the place. My armor's here somewhere. Gut, also wir sind richtig. Ich weiß nicht, woran Rex das merken will, aber ich vertraue ihm. Oh, die rennen alle weg. Ah, und jetzt kommt... Wow. Hier geht's los. Wir werfen den Typen mal. Was, habe ich den gerade mit einem Wurf erledigt? Ich hasse es. This is it. I can't believe my ancestors ever wore this piece of crap, but at least I've got it back. Then I guess we're done here. Oh, alles mitnehmen. So, irgendwo ist hier noch ein Gegner, glaube ich. Weil komme ich schon. So, nee, ich muss zum Marco, ne? Gut, dann wäre das auch erledigt. So, das nächste ist... Ich finde es so bescheuert, dass sie das hier lokaler Cluster genannt haben. Und da befindet sich, glaube ich, nur unser Sonnensystem drin. Auf der Erde irgendwas machen? Ich meine, man musste mal für Conrad Werner irgendwie dahin. Wir nehmen mal Tali mit. Die wird wissen, worum es geht mit VIs. Und ich finde es so cool, wo ist es, dass man die Erde auch von hier aus sehen kann. So, und ich meine, das hier sind drei Orte, wo wir hin müssen, oder? Nicht? Oder war es beim DLC? Ich hatte so in Erinnerung, dass die Mondbasis, dass das drei Gebäude waren, wo man rein musste. Was könnte halt auch der DLC gewesen sein, wo das... Weil die Map wäre dann auch ähnlich. Wir werden es sehen.
Ach doch, das sind drei Gebäude, aber die sind nicht groß verteilt. Alles doch richtig in Erinnerung. Oh, wir werden jetzt schon beschossen. Und das hat... Die haben alle drei, ne? Ne, zwei haben sie. Oh, wie die Schilde dahin schmelzen. So, ich speichere mal, oder? Warte, ich kann hier gerade nicht speichern, weil ich offiziell noch im Kampf bin. So. Weil hier, das ist mir beim letzten Let's Play echt passiert, dass ich, glaube ich, schon beim dritten dann einmal geone-shottet wurde und dann alles nochmal machen musste. Ich glaube, das habe ich dann offscreen gemacht. Oh, diese Musik, ne? Ich weiß ja, dass nichts kommt, aber... Das ist, finde ich, so voll die gruselige Atmosphäre. Okay, den Energieanschluss lassen wir lieber mal in Ruhe. Haben wir hier irgendwo... Tal... Okay. Habe ich Tal überhaupt geskillt? Nö. Hacken wäre schon mal sehr sinnvoll. Pistole. Und Panzerung. Komm. Wirst du brauchen. Komm, ich will meine Schilde wieder haben. VI-Röhre, ja. Geile Übersetzung. Mach ich auch Damage? Was? Ich darf nicht zu nah dran stehen, merke ich. Ich glaube, das Problem mit so einer Mod ist, glaube ich, dass dann der Savegame-Import, glaube ich, verbuggt wird. Weil das halt eigentlich nicht so gedacht ist. Und ich glaube, wenn wird Tali halt auch die ganze Zeit, also wenn du halt mit Femship hast und dann halt Tali romancen wirst, wird sie wahrscheinlich die ganze Zeit als Male-Shep ansprechen. Wobei es, soviel ich weiß, durchaus Dialoge gibt für zum Beispiel das, also für Male-Shep und Kaidan zum Beispiel, aber das ist halt am Ende nicht passiert. Also vom Giftgas habe ich noch nichts bemerkt.
So, und bei... Ich mache mir mal eine Fahne auf das... Geht das? Nee, geht nicht so wirklich, ne? Ich glaube, ich muss es mir nicht mal merken, weil ich meine, die, die ich noch nicht gemacht habe, sind auch noch markiert. Aha. Mussten es wirklich 8 Dinger sein? Wow. Barrierefelder. Meine Squadmates machen natürlich nichts in der Richtung. Jetzt ist es mir auch noch überhitzt. Ja, ihr könntet auch mal ruhig was tun. Weil vielleicht kann ich es ihnen ja befehlen. Geht das? Nö. Oder vielleicht, wenn ich die... Geht das? Nö, geht nicht. Unnötig. Ich glaube, das Grüne ist nicht mal vergiftet. Ich glaube, das ist, wenn halt irgendein Debuff auf dir drauf ist. Weil ich irgendwie zum Beispiel diese Explosion abgekriegt habe. Ich bin mir ziemlich sicher, den hier hatten wir noch nicht. Aber ich speichere mal. Oh, hier ist eine Kiste. Ich bin mir ziemlich sicher, in dem Ding hier war ich noch nicht. Ah, eine Panzerung. Ist die gut? Aber ich kann sie nicht tragen.
Wobei, habe ich Skill. Oh, ich habe 16 Skillpunkte, die könnte man ja auch mal benutzen. Stimmt, man bekommt ja mehr als einen Skillpunkt pro, oder? Ja, noch bekomme ich mehr als einen Skillpunkt pro Dings. Das muss man sich mir auch mal merken. Also mittelschwere Panzerung kann ich mir, denke ich, holen. Werfen. Warp. Barriere kann man mal anfangen zu skillen und Wurststurmgewehr. Meisterhafter Overkill. Schmeicheln, ja, bitte. Okay, da sind Feinde. Also bin ich richtig. Ups. Raketendrohne. Gefällt mir nicht. Die können einen teilweise echt one-shotten. Charlie, nein! Warte, Moment mal. Ist die... Ändern die Granaten ihren Kurs, wenn ich meinen Mauszeiger bewege? Zusätzliche Sicherheitsdrohnen, was? Bitte nicht. Ist doch so schon genug Arbeit. Ach ja, überhitzt doch auch noch. Na, ich habe ja jetzt meisterhafter Overkill, das kann ich ja gleich mal ausprobieren. Wenn ich im Raum mit allen vier Dingern bin. Overkill. Wow. Was? Ich nehme das. Aber dieser Binärcode, der gerade angezeigt wurde, nur mal als kleine Trivia, wenn man den übersetzt, steht da Hilfe, also Help. So, zurück zu Normandy und das letzte, was ich noch groß machen wollte, wobei genau, und danach gehe ich noch auf die Citadel. Und dann gucke ich vielleicht auch mal, ob Burner halt wieder da ist. Dann können wir das auch eigentlich abschließen. Ansonsten, muss ich erstmal, die Quest haben wir noch nicht, aber die bekommen wir, sobald wir dahin fliegen.
Armstrong. Message coming in from the brass at Arcturus. Patching it through. Normandy? Admiral Hackett here. We're getting reports of a marked increase in Geth activity in the Skillion Verge. Surveillance drones have identified Geth outposts on 4 different planets in the Armstrong cluster. We need someone to take them out. I'm on it, Admiral. Finding Saren is still your top priority, but you've got experience fighting the Geth. You're the logical choice to take out these outposts. We're transmitting all the locations of known Geth outposts in the Armstrong cluster to the Normandy now. Admiral Hackett out. Ich bin mal gespannt, es gab. Ich habe nachgeguckt, es gibt eine. Man kann die in jeder beliebigen Reihenfolge machen, aber es gibt so ein paar Reihenfolgen, bei denen man dann nur 3 machen muss. Von den 4.